Leute, wir sind immer noch hier vorne an der Insel. Guido, du machst eine gute Figur. Ja Leute, herzlich willkommen wieder hier zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal Sascha Verrückte Touren. Ja, wir befinden uns gerade hier in Düren an der Ruhrtalsperre. Und ja, dabei ist wieder ein Kumpel von mir, der Guido. Hallo. Den kennt ihr natürlich, ja. Und der alte Kollege hier, der Marco, den kennt ihr auch. Ein paar Videos von mir. Und ja, der ist mal auch immer wieder am Start. Und ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal alles aus und dann geht es auf ins Wasser. Deins kannst du schon mal hier, die Dinger kannst du reindrehen hier, ne? Okay. Alle ganz fest reindrehen. Und dann kannst du den hier, in der Zeit, wo ich meins aufblase, kannst du die hier schon mal laufen lassen. Hier, so fest drauf hier, ne? Und hier auch. Boah, das liegt so ein Ding, ey. Was ist das? Ah, das geht jetzt schnell, das geht jetzt ruckzuck. Nee, andersrum. Also das hier, Guido. Pass auf. Weil hier kommt die Luft rein. Ja. Muss ich hier auch noch irgendwas zumachen? An der Seite da. So, jetzt kannst du das erstmal schon mal Lupe lassen. Okay. Brauchst du Angst mehr machen. Ja, von da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Guido, wie läuft? Gut. Geht noch, oder? Stopp, das sind drei. Ja, wo noch? Eins, oder? Ja, noch ein bisschen, Komm, zähl mal eins, zwei. So Leute, wir haben jetzt hier alles aufgebaut. Wir gehen jetzt hier vorne am Steg und da werden wir natürlich auch ins Wasser gehen. Marco, verkehrt! Zum Steg! Wir müssen zum Steg, wirst du sehen nachher. Da wirst du richtig Probleme haben. Ich kenne das ja, pass auf. So Leute, noch mal kurz ein bisschen rausziehen. Pass aber auf, dass meine Kamera da ist. Ja. So. Nicht fallen lassen, die liegt. So, erstmal hier hin. Ach ja, klar, weil wir da direkt am Bogen sind. Ja, ich klar. Kann nicht so. Geht das? Ich muss ja mal drauf kommen. Ja, so und jetzt? Jetzt die Kamera. Kann ich erwarten. Du stoß halt einfach. Komm her, tu da mal rein hier. So. Ich mach das jetzt erstmal hier vorne fest. Und dann kann der Marco sich schon mal reinsetzen. So, Marco, setz dich schon mal rein. Schalt alles fest. Muss aussehen, ne? Ja. Ja, kannst du. Kannst du einfach mich draufstellen? Ja, aber vorsichtig, langsam, Marco. Also, du musst ja schon langsam vorsichtig sein. So, ich lieg dir gerade erstmal ja. Hier. Ja, schön langsam, Marco. Und nicht wackeln, direkt hinsetzen, ja. Direkt nach hinten rutschen, so weit wie möglich. Ja, schön mal. Und zieh dir deinen Sitz hinten hoch. Zieh dir den Sitz hinten hoch. Warum? Weil du besser drum sitzt. Hoch. Und weißt du, Schweine? Jetzt weißt du, Schweine, ne? So, guck mal, da ist das kleine Wal raus. So. Also, ich geb dir mal mein Handy. So, warte mal, halt mal kurz fest. Ich bin dir mal hier fest. Marco, bin ich jetzt mal hier fest, damit er nicht uns abhaut. So. Marco möchte natürlich jetzt noch ein Foto. Ja. Einmal. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg. Zweimal. Warte. Guck ihn dir an, da sitzt da drin. Ich mach mal die eins. Ja. Perfekt. Ja. Halt fest. So, jetzt kommt der Guido an mit seinem riesengroßen Ding. Hier ist der Paddel. Marco, hier ist der Paddelchen. Ohne Alter, Paddel. Alter, ich hab die Augen zu, mach noch eins. Hä? Ich hab die Augen zu, mach. Und dann fahr ich schon mal los. Und ich wette mit euch, was meinst du, wie schnell der Marco sich jetzt ein Kajak kaufen tut?
Das weiß ich jetzt schon. Achtung. Toll. Noch ein. Ja. Okay. Was meinst du, wie schnell das geht? Bis der Marco auch einen Geier hat. So, jetzt gehe ich zu meinem Kumpel. Das ist natürlich das große Kajak. Also Leute, ich habe hier das Zweier, das etwas kleinere. Und hier ist natürlich das ganz große. Das ist das dritte, das ist glaube ich das größte von Decathlon oder von Itivit. Den werden wir jetzt hier an der Seite hin tun. Geht der Guido? Ja. Ich hoffe, der Guido kommt auch da rein. Aber der kennt das hier schon, oder? So. Einfach runter, einfach runterlassen, Guido. Ja, perfekt. So, und ich würde sagen, Guido, schalte dich fest. Klappt? Hast du? Ja, langsam, genau, langsam. Schön direkt die Schuhe ausziehen, Bruder. Hast du nämlich schön alles sauber. Nach hinten. Genau. Weg, ne? Zieh dir den Sitz hinten hoch, Guido. Ganz hoch. Ja. Hier, tat dir mit zwei Händen. Mit zwei Händen. Ja. Passiert nichts, Guido. Du kannst dich umfallen damit. Geht nicht. Okay. So, Guido ist auch schon mal drin. Ich habe jetzt die kleinen Schafe jetzt hier im Beutel drin und ich würde sagen, jetzt geht's auch los. Wir messen uns alles nass, Junge. Marco, du machst uns alles nass. Also der Marco, der paddelt hier, der macht uns komplett nass. Wir sollen ja eigentlich trocken hier bleiben. Dann. So. Du musst die Paddel andersrum machen. Ach ja, so. Darum. So. Der Marco, der paddelt überall hin, nur nicht da, wo er soll. Da, wieder alles komplett nass. Aber es sieht schon mal gut aus, ne? Ja, wie Jack. Das sieht so gut aus, dass wir gar nicht mal weiterkommen. Oh, wir sind schon, guck mal, so weit wie draußen sind. Ja, ganz weit sind wir. Guck mal, der Guido, der ist noch nie. Normalerweise muss ich ja drehen, ne? Das heißt, ich muss ja so. Und das ist ja so nach hinten. Ja, ja. Weil vorne ist eine Pinne, deswegen hinten sind zwei Pinnen. Deswegen hat das auch nicht geklappt, ne? Kannst du mal mein Handy nehmen, ja? Das kann ich auch richtig spannen. Dann machst du, gehst auf Video. Ja, jetzt Passwort ist ein M. So. Guck mal, deine Holzbeine weg. Alter, da ist ein Frosch. So. Ja, jetzt Marco, ist auch jetzt besser. Zeig mal ein bisschen, was du drauf hast. Und guck, dass du nicht, guck lieber, dass wenn du paddelst, dass ein Paddel mehr nach da und dann links und rechts mehr nach da, weißt du? Nicht so hoch, nicht so hoch. Okay. Da tropft es runter. Ja, Marco braucht noch ein bisschen Übung. Das sagt man immer so schön. Übung macht den Meister, ne? Den Nino, den habe ich schon gesehen, hattet auch. Guido, wie läuft? Ach, scheiße. Guido, wie läuft? Perfekt. Guido. Ja Leute, jetzt hat es mal echt mal geklappt, da ich mal mit Marco, wenn man unterwegs bin. Das hat natürlich echt lange gedauert, bis wir mal eine Tour gemacht haben. Das letzte Mal war glaube ich vor 5-6 Monaten oder sowas. Letzte Mal. Aber gut, der Marco ist ja meistens immer unterm Tage. Im tiefen Loch. So. Marco, pass auf, alles ja, nass. Ja, ja, das habe ich ja bewusst ist das. Damit du ein bisschen. Ja. Toll ist das. Am besten können wir da hinten hinpaddeln, wo die Felsen hinten sind. Da hinten. Ja. Wir paddeln da hinten, wo die Felsen sind. Und dann nachher zur Trauminsel. Ich nenne das immer Trauminsel. Dann gehen wir nämlich echt. Boah, ey, guck mal, wie Guido ist das, ey, wie groß das ist, Guido, ne? Okay, wir müssen auf jeden Fall da hinten hin, auf der anderen Seite. Ja. Wir müssen auf der anderen Seite. Aber du hast recht, Bruder, das spritzt immer rein, ne? Mhm, deswegen musst du ein bisschen was länger haben. Danke. Oh, Marco. Marco, ja, du sollst auch alles mal filmen und Fotos machen. Komm her. Ich hab dir jetzt Handy extra hingelegt. Ja, machen wir jetzt. Wir sehen die ganze Dach hier. Warte mal, komm noch, Marco. Ey, das ist scheiße. Du musst die Paddel alles machen, damit der Tropf, der Regentropf da runterläuft, weißt du? Ja, so. Du musst das andersrum drehen. Komm, ich zeig dir das. Ich dreh mich extra wie in der Sonne. Ja, Leute, jetzt paddeln wir erstmal zu dem wunderschönen Felsen da hinten. Guido, du machst eine gute Figur. Ja. Ja, Leute, wie ihr seht, haben wir echt Sonne. Das ist total super. Da haben wir echt Glück, weil heute haben die mehr Wolken angesagt als die Sonne. Ich hoffe, das hält sich so ein bisschen, ne Marco? Ja, sieht gut aus. Ja, für Fotos ist das super, für Videos ist das super, für alles. Ja, die Ruhrtalsperre, die hat schon was, ne? Hat schon was Feines. Weißt du, worauf ich jetzt Lust hätte auf dem Radler? Ja? Das ist der Radler. Ach, sogar im Guido ist da drin. Hinten die blaue Tasche, das ist der Radler. Guido, kommst du an einen Radler dran? Komm, wir trinken unseren Radler am Felsen.
Paddel ist gerissen. Nein! Nein, Guido! Mein Paddel ist gerissen! Nein, mein Paddel ist gerissen! Nein! Das muss er abmannen mit zwei Händen, ne? Oder du mit einer Hand, nicht mit einer Hand. Nein, nein, nein. Ich komme schon hinten. Ich mach das jetzt. Ist jetzt, ja, ist jetzt. Ist ein bisschen was drin. Ich hab ja mein Zeug dabei. Okay, jetzt kannst du ausschalten. Ja, der Marco, der kommt hier kaum raus. Ups, alles klar. Ja. So, nimm dein Handy. Wir rutschen hier runter. Der Rest mache ich. Und Guido, gehen wir jetzt mal kurz mal raus. Und dann geht es hinten weiter. Ich muss aber kurz mein Paddel reparieren. Leute, mein Paddel ist in der Mitte durchgebrochen. Hier sieht ihr das. Ja, durchgebrochen. Hier durchgebrochen. Also, die Qualität ist nicht mehr das, was mal war. Ja, Leute, jetzt sind wir hier aus dem Kajak wieder raus. Und wir sind locker schon 150 Kilometer gepaddelt. Das ja. Nein, wir sind hier gerade schön hier auf so einem Felseninsel hier. Das ist richtig toll. Ja, die beiden Kajaks, die stehen da. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass mein Paddel kaputt gegangen ist. Ich muss natürlich ein bisschen was reparieren nachher. Ja, auf jeden Fall, hier ist der Marco. Der macht wieder Fotos. Da. Hat was, ne? Oder? Was? Hat was, ne? Ja, ist nicht schlecht. Toll, wie das auch hier aussieht. Klasse. Guido, guck dir da mal an, wie schön das aussieht von hier. Guck mal her. Er hätte euch schon an Dreck können. Hier. Ist ja eh nass. Guck mal, wie toll das von hier aussieht. Was siehst du? Ja. Schön, ne? Schaut mal, wie schön das hier aussieht hier. Guck mal, wie toll. Sollst du eigentlich gerade ein Futter? Guck mal. So der dicke Knopf hier, ja? Der dicke Knopf. Aber ich gehe erst da hinten und guck, dass ich im Gesamten drauf bin. Ja, ich mach von dir ein Foto. Ja. Ich mach von dir ein Foto. Boah, ich hätte deine Schuhe angezogen. Ja. Gut. Das ist dicke, ne? Warte. Geil. Sieht geil aus. Ja. Ich glaube, ich ziehe mir meine Schuhe an. Bringst du mir meine mit? Ja, ich gehe mal meine Schuhe holen. Boah, tut mir so weh. Komm, Guido. Ist das kein steifer Knüppel, Guido? Sans. Wirklich wie ein Yves manchmal, ne? Hallo, Foto machen kannst du nicht, ne? Nee. Du machst das vielleicht kann der Guido das besser. Guido, guck mal, vielleicht kannst du doch besser Fotos machen. Erstens, dass der Felsen ein bisschen mehr mit drauf ist. Dann habe ich das schon mal quitt. Da kann der Guido das schön übernehmen. Die Sklavenarbeit mit Fotos machen für Marco. Ja, auf jeden Fall ist es richtig toll hier, wo wir gerade sind. Hier war ich auch letztes Jahr gewesen. Hier habe ich auch natürlich auch richtig toll gefilmt. Ich bin ja, glaube ich, letztes Jahr auch mit der Drohne hier schön drüber geflogen. Da war das Wasser natürlich auch noch etwas niedriger gewesen. Aber so ist es richtig toll, Leute. Schaut euch das mal an. Kölchen. Ich muss ein Auto fahren, ne? Ach, ein Ding, ne? Ja, trotzdem. Dann ja, okay. Dann ein Radler. Mir ist egal, was willst du trinken, Guido? Komm, alkoholfrei. Ja, komm. So. Willst du lieber alkoholfrei? Ja? Okay. Mach doch ab, Guido. Teilen wir uns die? Ja, teilen wir uns die. Die Chips haben wir auch noch hier. Ah, toll. Aber sehr windig heute, ne? Ja. Richtig windig. Ich dachte ja, wenn wir auf Tour sind. Aber ich schnarch jetzt raus. Oh, guter Fuß. Nicht, dass das gut flöten geht, ne? Nein, was meinst du, wenn es hier richtig heiß ist? Weißt du, 30 Grad. Oben ohne mit Stummhose gehst du rein. Gehst du gleich schon? Du auch? Wo geht du? Ist toll, ne? Also ich würde es bringen, wenn Sascha auch geht. Ich geh da rein. Und Guido muss das auch wieder festhalten. Hast du dabei, Guido? Also Leute, Guido hat ein Handtuch dabei, das heißt, ich werde gleich in das Wasser springen.
Machen wir das? Ist ja egal. Wenn ich ins Wasser gehe, kommt der Marco nach. Mal gucken, ob der das bringt. Dafür will ich aber 3 Abonnenten haben. Wann lädst du eigentlich das nächste Video hoch? Gar nicht. Ne, erstmal nicht? Maschen. Ja, scheiße. Ja, das war top gepflegt und das die schicken ein Foto, wo ein Loch und so drin ist. Nicht, wenn die dir ein anderes Handy schickt. Auf einmal ist das ein anderes Handy, weißt du? Ja. Auf einmal ist das ihr Handy, weißt du? Ich kann aber auch nicht verstehen, dass PayPal der zustimmt dann. Ich habe doch auch ein Recht auf Käuferschutz. Ja, ich weiß. Das ist immer so eine Sache, ne? Weil ich mal die Geschwister habe. Ja, ist so. Das ist das Problem. So. Deswegen, ich mach gar nichts damit. Scheiße. Das ist für mich so unsicher. Machst du Freunde und Familie, kann der andere, das Geld nicht kann mehr der wieder. Andere, genau. Das ist, weil das Geld geschenkt ist eigentlich die beste Betrugsmasche, die es gibt. Jetzt sag ich mir, du was verkaufst jetzt oder was kaufen tust. Ja. Überweist mir das per Freunde und Familie. Kann ich sagen, kriegst du nicht. Freunde und Familie ist ein Geschenk. Heißt, sie können doch legal betrügen. Können die nichts machen. Kannst du nichts machen. Kannst nichts machen. Kannst du Polizei gehen, die sagen, weil in dem Moment, wo du Freunde und Familie bezahlst du keine Gebühren an PayPal und so ist PayPal raus. Weil das untereinander, Vertrauen gegen Vertrauen, mehr ist das nicht. Das kannst du machen, wenn ein Kumpel was überweist, wenn du das gekauft hast, das ist was anderes. Machen zwar trotzdem viele, weil die Gebühren nicht zahlen wollen, geht auch manchmal gut, kann aber auch nach hinten. Ey, das sind Gebühren von 1 Euro oder manchmal 2 Euro nur. Ich habe davon keinen Plan, wenn ich was brauche, sage ich ihm Bescheid, der soll mir das abonnieren. Mach ich auch beim nächsten Mal. Mhm. Ich wollte mir nämlich ein anderes Handy holen. Ja, super. Jetzt kriege ich ein kaputtes wieder und kann das Geld zurückzahlen. Ja, gut, aber ich kann es dann mein Schöpfchen dann. Noch hier vorne eine Insel an der Tollen, hier wo die ganzen Felsen sind. Also dieser Ort ist so schön, dass wir hier, glaube ich, irgendwie gar nicht hier, wir kommen hier irgendwie gar nicht mehr weg. Und wenn man so sieht, hier wie die beiden Kajaks hier natürlich hier stehen, ETV 2, ETV 3, also es ist schon echt toll und ein schönes Bild, finde ich. So, jetzt gehe ich mal hier vorne in das Wasser. Ich glaube, ich werde gleich mal in das Wasser springen. Obwohl das Wasser ja etwas kalt ist, aber es soll natürlich auch gesund sein, wenn man so ein bisschen kaltes Wasser hat. So, und ich gucke mal, ob ich mich das traue, ob ich da wirklich reingehe. Bin ich mir doch unsicher, aber ich werde versuchen, mal reinzuspringen. Ja Leute, der Marco, der paddelt einfach nicht. Der möchte nicht paddeln, der kann nicht paddeln und der sieht es auch nicht ein zu paddeln. Ja, da jetzt unser Paddel hier komplett in der Mitte zerbrochen ist, müssen wir halt das Beste draus machen. Und ich würde sagen, Marco, dann gib mal Feuer. Ja, wird mal Zeit, dass du mal wieder mitpaddelst. Ne? Wir gehen jetzt ins Wasser. Du traust dich niemals. Traust du dich? Ja, habe ich ja eben schon in deinem Video gesagt. Du traust dich das nicht. Ja, paddeln drücken. Merkst du? Nein. Jetzt geht's. Ohne dass wir uns drehen. Ohne dass wir uns drehen. Ja, weil ihr jetzt mitpaddelt, so euer Meer. Nein, das meinst du, weil vorne ist eins. Hinten sind zwei. Und dann schneidet was das so ein und dann dreht sich das automatisch. Ach, jetzt sind wir auf der nächsten Insel angekommen hier. Ich helfe gerade meine Guido ein bisschen das Kajak rausholen. Okay, Guido. Komm her. Zieh einfach raus. Zack, reich. Reich schon. Und zieh dein Schürchen an, Junge. Zieh deine Schürchen an! Sonst hast du nämlich leicht Schmerzen. Ja, jetzt sind wir hier schon an der nächsten Insel. Ich zieh jetzt meine Schuhe an. Auf jeden Fall richtig toll. Also sieht schon richtig klasse aus hier. Wahnsinn! Und guckt euch das mal an hier, wie toll das hier aussieht. Irre. Aber jetzt haben wir ein paar Kilometer, glaube ich, ne? Ja. Einfach nur irre. So, bis jetzt, wie gefällt es dir hier? Ist gut. Ha? Schön hier.
Schön hier, ne? Boah, ja. Bist du groß, ne? Ich muss immer hochgucken. Ja. Da sieht man erstmal, wie klein ich bin. So. Komm, hier mal ein bisschen. Hier mal ein bisschen gucken. Aber ist das toll hier, ne? Ja, der ist. Marco ist gerade am Pinkeln. Marco gibt die Natur des Wassers wieder zurück. Oh, guck mal hier hinten die Insel, ey. Guck mal, das ist auch so eine Insel. Boah, das, ey, guck das mal an, Guido. Guck dir das mal an, ey. Das ist aber weit, Bruder, ne? Boah, sieht das toll aus. Jawohl! Hast du schon? Ja. Hast du schon ein Foto gemacht? Ja. Sehr gut. Mensch, gleich am Schwimmen mit Wasser, einfach Videos. So Leute, ich gehe jetzt in das eisig kalte Wasser rein. Hier, minus 20 Grad. Der See, die Seeroppe ist hier schon da drin. So, da schnappt noch nicht mal mehr der Fisch an. Ey, ist schon kalt, ne? Ja, gar nicht eigentlich. Ist schon kalt. Ist schon kalt. Der hat durchgezogen. Ist kalt? Sieh mal! Geil! Boah! Ja. Oh. Ist das geil, oder? Aber kalt, Alter! Ja. Gleich der Kriegfries hier auf, der rette Kriegfries. Okay, jetzt nochmal da drin getaucht. Boah, ich hab Dreck. Sascha, verrückte Touren, traut dich alles! Boah! Einfach 2 Meter weiter drin, ich kann fast nicht mehr hier stehen. Okay. Okay. Boah, ist das geil. Das ist ja scheiße. Gib mir. Komm, Guido, du auch. Ein Vorteil hat die ganze Scheiße. Leute, das ist sowas von Hammer. Hammer, hammer kalt. Ich brauche ein Handtuch. Ja, geil. Leute, tut so gut. Das, ja, wir sind noch hier in Boxershort. Boah, das hat richtig gut getan. Aber verdammt, verdammt kalt. Ey. Aber es hat richtig gut getan. Ja, super, der Guido, das ist unser Papi. Der hat alles bei, sogar Handtücher. Aber die Butterbrot, das einfach nur Burner, oder? Ja. Das hat richtig gut getan. Am Anfang war es warm, ne? Aber umso weiter. Oh, danke, Guido. Ja, jetzt bin ich hier an diesen Felsen angekommen hier. Das sieht er natürlich hier einfach nur traumhaft, die Felsen hier, wo ich hier bin. Also guckt euch das mal an hier, wie toll das aussieht an den Felsen. Toll. Ja Leute, das liebe ich natürlich sehr, wenn man hier an den Felsen ist. Also man kann natürlich schön hier runter ins Wasser gucken, ganz tief hier und alles ganz klar. Toll. Ja Leute, das liebe ich. Das liebe ich hier an den Felsen. Echt traumhaft. Wirklich traumhaft. Auch hier, wie das hier schön reingeht, hier von den Felsen hier rein. Richtig toll. Also Leute, das hat was. Das müsst ihr auch mal machen. Geht euch mal einen Kajak kaufen, fahrt mal irgendwo an der Ruhrtalsperre und dann macht ihr das gleich schon mal. Also es ist wirklich so, als wenn man wirklich hier irgendwie so im Urlaub ist. Thank you.
Sieht das nicht toll aus? Ja, mache ich. Hör mal, sieht das nicht toll aus? Guido, ich liebe dein Kajak. Ja? Ja, ich drehe mich erstmal ein bisschen. Ich drehe mich erstmal ein bisschen. Dann könnt ihr hier vorfahren, dann mach ich vielleicht ein Foto. Leute, guckt euch die. Guckt euch meine Freunde an. Guckt euch hinter mir die Freunde an. Guck mal, wie sie sich am Abhetzen sind. Naja. Naja, was willst du machen, ne? Guido. Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Pat und Patasche. Luna, das ist Anja. Nee, Guido, nicht schon. Warte ab, ey. Warte ab, ey. Guido! Guido! Guckt euch die zweimal an. Guckt euch die mal an da. Guck. Hat noch ein kaputtes Paddel, weißt du? Naja. Ja, Leute, hiermit darf ich euch herzlich willkommen heißen. Auf dieser Trauminsel hier. Die sieht richtig toll aus. Also hier könnt ihr mal richtig gucken. Das ist wirklich eine kleine Insel mitten im, ja, an der Ruhrsee hier. Und das sieht echt toll aus. Ich glaube, wir gehen mal so ein kleines bisschen mal gucken. Gehen wir mal so ein bisschen spazieren hier. So, also hier sieht ihr natürlich auch, ja, so schöne kleine versteckte Buchten hier an dieser Insel. Und hier ist weit und breit kein Mensch. Guckt euch das an. Bis auf die kleine Insel. Freunde, könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr hier auf dieser Insel seid und dann im Sommer, wenn es richtig, richtig schön heiß ist, sagen wir mal so 27, 26, 28, 29, 30 Grad und ihr liegt hier schön gemütlich an dieser schönen Ecke hier. Guckt euch das mal an, wie toll das aussieht. Hier ist wirklich kein Mensch, weit und breit ist hier kein Mensch zu sehen. Und guck mal, wie spiegelglatt das Wasser ist. Spiegelglatt. Ja, und hier könnt ihr euch natürlich schön hinlegen. Ihr könnt euch schön sonnen. Ihr könnt schwimmen gehen. Also ich glaube, was Besseres wie der Ruhrsee gibt es wirklich nicht. Also bis auf das Ozean oder ein schönes Meer oder so, klar. Ne? Aber jetzt hier für uns, so für Deutschland mäßig, also es ist richtig schön. Guckt euch das mal an hier. Leute, hier ist weit und breit nichts, bis auf diese kleine Insel. Da, jetzt geht die Insel hier so halb rund und da vorne ist schon unser Boot. Das ist Wahnsinn. Ja, guckt euch das mal an und lasst euch mal das Bild auf euch wirken. Thank you.
Guido, was findest du besser? Jetzt die Erft vom Paddeln oder hier die Hose? Ja, die Erft war angenehmer, ne? Erft war angenehmer, ne? Ja. Hier sind ein bisschen eine stärkere Strömung, ne? Ja, durch den Wind, ne? Ja. Ja. Soll man nicht meinen, ne? Das so ein schöner, lecker Döner-Teller, aber was hältst du davon? Heute eine Ausnahme. Halbe, ja, halbe so auf Toast. Bei Markus ist die Tag eine Ausnahme. Außer bei. Ne? Die Erdnuss hat gar nicht so viel Kalorien, nee, tatsächlich. Auch selbst mit Soße nicht. Ne, aber das Brot. Ne, das ja, Brot. Nee, der Döner ist eigentlich noch ein relativ gesundes Fastfood. Ja, wie Eck. Ja, Leute, wir sind die ganze Zeit hier schon am Paddeln, wie Eck. Sascha kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, meine Arme fallen mir auseinander. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Meter bis hinten an unser Startpunkt. Und ja, jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus. Leute, ich kann nicht mehr, meine Arme fallen mir auseinander. Ja, wie gesagt, jetzt geht auf jeden Fall ein bisschen weiter. Und ich würde sagen, bis gleich. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier wieder am Hafen angekommen. Ich bin sowas von kaputt, sowas von platt und ich habe Hunger. Guido, was soll man ja gleich essen? Gyros Pita? Gyros Teller? Ja. Schön mit Pommes, Zwiebeln, Tzatziki. Ja? Muss sein. Hast du Hunger, ne? Ich hätte auch eine halbe Sau auf Toast genommen. Bist du kaputt? Ja, ist ungewohnt, ne? Ja. Ist man nicht gewohnt halt. Nee, bist auch nicht gewohnt, ne? Das ist schon mal anderes. Diese Bewegung. Schon Wahnsinn, ja, ne? Ja. Sag nochmal. Oh, ich bin der König der Welt! Kannst du mir mal eine Tasche geben, Guido? Dann kann ich mich mal holen. Er ist der König der Welt. Ach, welche war denn mir? Boah, Leute, das tut einfach mal so richtig gut, hier einfach mal auszuruhen. Hat die Sascha nicht drin? Hat er die nicht? Hast du meine Tasche bei dir drin, Sascha? Komm mal. Was für eine Tasche? Ich mit hatte. Keine Ahnung, ich habe keine gesehen. Irgendeine war das. Ich weiß nicht. Da, glaube ich, taucht was auf. Die haben wir bestimmt verloren. So. Marco? Ja. Kurz helfen? Kaya Kraus holen. Okay, du. Du bist froh, ne? Ja. Aber guck mal, wie klar das Wasser ist. Ne? Aber hier fahren wir nochmal hin, aber mit dem Außenborder, ne? Ja. Hier kannst du auch paddeln, du musst ja nicht jedes Mal so weit. Ja. Ja. Perfekt. Gut. Okay, Guido. Okay, Guido.
Esel, ey. Guido, ich liebe Esel, ey. Oh. Ja. Ja. Achtung und los, los. Da liegt ein bisschen mehr. Ja, Leute, jetzt haben wir gerade alles eingepackt, wir sind angekommen und wie gesagt, es war richtig toll, hat mir richtig Spaß gemacht. Nur halt das Blöde ist, dass meine Paddel in der Mitte durchbrochen sind. Ja, Qualität hat seinen Preis, ne? Ja, wie gesagt, es hat richtig Spaß gemacht. Marco ist schon da oben, der macht gerade Fotos da oben, dahin, da sitzt er. Und ja, Guido. Guido ist sich gerade so ein bisschen am Anstrengen, aber stellt sich immer so ein bisschen an, ne? So, und? War geil, oder? Ja. Ja. Naja, hört sich nicht so überzeugend an, auf jeden Fall mord der Guido durch. Aber Guido will sich den nächsten Boot holen mit dem Außenborder, ne? Und nie wieder selber paddeln, ne? Ne. Nicht meine Welt. Naja, egal. Ja, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha von Touren Madetiot und Schwing der Hut. Marco. Ja, der ist wieder Fotos am machen. Der winkt gerade da hinten, da ist er. Der verabschiedet sich auch gerade. Ja, Jolt, ich würde sagen, ciao und lasst ein Like und ein Abo. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.